Elemente, die an Objekte erinnern können, dreidimensionalen Charakter haben, aber dann doch nicht so eindeutig sind wie in der Fotografie. Andererseits immer die rein durch eine Linie entwickelten Elemente, die möglicherweise im abstrakten Bereich etwas wiederholen, was vorher dreidimensional illusionistisch entwickelt war, als Linie eben dann reduziert auf die einzelne Spur. Aber jetzt sind also abstrakte und konkrete Begriffe, die sind jetzt in eins gesetzt oder sind, oder ist das, ich sag jetzt mal, ist das jetzt ein juristischer Begriff zum Beispiel oder könnte das ein Symbol, also ich nenne es immer Symbol oder Zeichen. Mhm. Also man kann sich ja jetzt Begriffe, also man hat ja selber auch eine Begriffswelt. Ja. Und wenn man jetzt auf das Bild trifft dann, und den Kontext versteht, das ist ja auch schon wieder ein Erkenntnisakt, und dann kann man ja, dann drängt einen das ja auch zu Assoziationen. Und ich zum Beispiel neige jetzt dazu, zu sagen, also was ist das jetzt eigentlich für, was ist, könnte das für ein Begriff sein, der da symbolisiert? Ist das mehr ein technischer, ist das mehr ein also gegenständlicher, ein abstrakter, ein juristischer zum Beispiel? Also ich glaube, es ist eine Fülle. Ich glaube nicht, dass man dabei geordnet... Kann ich sagen, das ist jetzt ein juristischer, sondern... Nein. Ich glaube nicht, dass man hier geordnet vorgehen kann. Also, dass man hier bestimmte Schubladen, die man gebildet hat, ja auch für Begriffe, dass man die hier einfach öffnen könnte und dann sagen, ja, das bezieht sich jetzt eher auf diesen Topf von Begriffen. Also das wäre, ist glaube ich nicht möglich und das wäre natürlich auch sehr missverständlich gegenüber dem, was ich dabei entwickelt habe, obwohl das ja an sich egal ist, was derjenige, der es gezeichnet hat, sich dabei gedacht hat und was er dabei empfunden hat. Es geht ja um den Wahrnehmenden und seine eigenen Assoziationen, die er hat. Aber ich meine, man kann für sich selbst eben bestimmte Wege in so einer Zeichnung gehen, die einen möglicherweise dann zu unterschiedlichen Empfindungen führen. Und die dann möglicherweise wieder zu neuen Begriffen führen, über immer diese Brücke, die Bedeutung, die man entwickelt hat, also durch eine Empfindung ausgelöst, dann zu einer Begrifflichkeit führen und dann möglicherweise wieder die Stelle zu verlassen und zu einer anderen Geschichte zu kommen. Also wenn man zum Beispiel sich konzentriert auf diesen gelb-ockerfarbenen Topf da in der Mitte, der oben diese ellipsoide Öffnung zu haben scheint und unten eine. Man möchte gerne ihn benennen können mit dem Begriff Teilstück eines runden Stabs oder so, aber man weiß natürlich, dass diese Schattierungen, dass sie dem unmittelbaren Sehen nicht entsprechen, sondern ist ein Widerspruch. Also man kommt hier nicht zu einer Lösung des Problems, bleibt offen. Und das ist schon mal, finde ich, ganz gut in einem Bild, das Auskunft geben will über unsere Art, Wirklichkeit zu konstruieren, dass man eben auch Dinge zeigt, die nicht den gleichen Weg gegangen sind, den wir häufig gehen, dass wir sehr schnell zufrieden sind mit irgendeiner Angelegenheit, der wir begegnen oder die wir sehen, und mit einem Begriff können wir die dann beenden und in diese berühmte Schublade stecken, sondern hier, diese Geschichte bleibt offen.